um die Firmensitze hier reinzubekommen. Gucken wir mal, was die überhaupt benötigen. HQ. Ist das erstmal noch zwei Etagen offensichtlich? Sehr geil. Fängt's doch gut an. Hallo, Just Bulls. Hoppa. So, brauchen wir noch zwei Etagen. Die Dienstarbeiter in den benachbarten Gebäuden streiken und einige ihrer Mitarbeiter sind aus Mitgefühl mitgegangen. Das bedeutet, dass die verbleibenden Arbeiter Überstunden arbeiten müssen, damit alles am Laufen bleibt. Überstunden sind teuer, alle Gebäudedienste sind 50% teurer, bis der Streik vorbei ist. Ihr Sackgesichter. Blöden Mitarbeiter. Arschgesichter. Lobby. Nee, Quatsch. Aufzug. Aufzug. Und Treppen. Joink, joink, yay, die war shit. Das wollte ich so nicht. Treppe sollte dahin. So. Und dann Strom und Wasser. Oh, ja. Erstmal die Verteilerschränke natürlich bauen, offensichtlich. Offensichtlich. Joink, joink. Wasser nicht. Strom ja. Strom brauchen wir für alle. Ich hätte es dir schon dreimal gesagt. Weißt du, bist gerade erst gekommen. Es ist ein Simulationsspiel. Ich baue hier ein Hochhaus und versuche das zu verwalten. Und nebenbei noch die Aufträge hier zu machen. Automatische Renovierung wurde eingeleitet. Wir brauchen Firmensitze. Also baut mal schneller, damit ich gucken kann, was ich für die Firmensitze benötige. Yo, thanks. $1.265.000. Läuft. Damit können wir ein bisschen was bauen. Also ich denke, Geldmangel werden wir nicht mehr bekommen. Trotzdem sollten wir schauen, dass die Jungs hier schneller bauen auf jeden Fall. Guck mal, ihr habt hier einen Teil vergessen. Ja, Gesichter. Danke. So, das sind jetzt HQs. Und dann Firmensitze. Ein Club der Führungskräfte. Mehr Technikbüros. Größere Auswahl an Restaurants und Gourmet-Menüs. Luxuriöse Geschäfte. Also eigentlich alles, was auf High Level hier abgeht in den Verträgen, müssen wir machen. Gut, also fangen wir an mit. Was heißt hier? Ziehen Sie die verwöhnten Gaumen mit den besten Restaurants der Stadt an. Luxusboutique. Shopping Mega. Palastähnliche Veranda. Eine Oase im Freien, ja, oben, später. Paradies für Feinschmecker. Delikatessengeschäfte. Oh Mann. Okay, gut. Also, Fülle an Gastro. Und erzeichnen. Gourmet-Restaurants. Brauchen wir erstmal 4 Stück. Das heißt, so lange können wir keine Hauptquartiere bauen und. Ja, nee, kein Stress. Alles gut. Nur wurde ich jetzt erst schon 5-mal gefragt, gefühlt. Was ist das? Gourmet-Restaurant. Okay, Gourmet on this, little shits. Boom! So, dann gucken wir mal. Chinesische Restaurants, aber ich sage, hey, es geht. What? It is working? Nice. Chinesisches Gourmet-Restaurant. Japanisch. Ich stehe auf Japanisch. Ah. Fuck. Okay, machen wir das normale chinesische, indische Restaurants. Mit exklusiven Gewürzen. Ja gut, wir fangen mal mit China, Mann, an. Boom. Und dann brauchen wir hier was? Strom, Wasser und Gas. Gut, Strom ist da. Dann brauchen wir hier noch Wasser. Wasser. Und the Gas. The Gas. Gras, die Spritze, the Gas, Wasser. Come on, do it. So, okay. Sweet. Das wäre dann schon mal eins. Das fällt unter Gourmet-Restaurant. Ich brech ab. Aber gut, könnt ihr haben. Wir bauen noch ein kleines Büro nebendran, weil hier ist noch Platz. Okay. Versicherungskreativbüros. 170. Strom und Telefon. There you go. Gott. Das geht schon mal gut ab. Blong, 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 blong. Läuft. Okay, für die Firmensitze müssen wir das auf jeden Fall erstmal machen. Dann gucken wir mal hier gerade, ob da noch was geht. Ich will nicht eine zweite Praxis. Schon noch ein Kreativbüro dazu, wenn es klappt. I hope so. Ja, ja. Alles ist im Arsch. Oh, wie kein Telefon. Ich dachte, ich hätte hier Telefonleitung gelegt. Oh, doch nicht. Okay. Jetzt aber. Bitch. Warum so sauer? Was ist denn? Der Abfall. Okay, Moment.
Recycling und normaler Abfall. Könnt ihr haben? Könnt ihr haben. Kein Stress. Ich hab's mir eigentlich schon gedacht. Irgendwie habe ich das wohl eben übersehen. Hier, Abfall. Und Recycling Jizz. Recycling Jizz. Right there. So, jetzt aber gut, ja? Nicht ausziehen, bitte. Nicht ausziehen, bitte. Wie? Ah, ne, der sucht noch. Alles klar. So, jetzt könnt ihr euren Scheiß entsorgen, ihr Gesichter. Ihr Blöden. Komm, such schneller. 12 Stunden dauert das. Bis zur Resonanz. Isn't that cool? Es ist nicht eine Leitung. Es ist nur ein Verteilerkasten, wo alles angeschlossen wird. Ach komm, ihr blöden Arschge... Lalalala. Gut, jetzt holen wir uns gerade ein neues Restaurant hinzu, wenn sie das wieder... Das war ja mal wieder nix hier. Scheiße. Okay, wir holen uns jetzt hier erstmal noch ein... Alter, noch nur 20 Minuten. Habt ihr es bald? Jawohl. Und got it. Potenzieller Mieter. Oh, Kabel-TV. Na gut, Kabel-TV. Ausnahmsweise kriegst du das auch. Ah, Kabel-TV. There you go. Und jetzt holen wir uns nochmal so ein Gourmet-Restaurant. Penis. Penis. So, Chinese. 600. Strom. Wer ist denn jetzt ausgezogen? Strom. Wasser, Gas, Abfall. Ah ja, da steht's eigentlich auch. Gut, Strom, Wasser, Gas ist gegeben. Wer ist jetzt ausgezogen? Wo? Das sollten wir uns jetzt mal langsam betrachten. Irgendwo ist noch jemand raus. Da. Okay. Soll's Maul halten. Ja, darin. Bitch. Hä? Nee, nicht du, Sheila. Fuck off. Kreativbüros. 170. Gut, ihr habt hoffentlich auch Telefonie dort. Ja, gut. Ist aber auch alles ranzig, ne? Ich glaube, wir sollten einfach echt mal ein bisschen wie renovieren. Wo ist denn der Scheiß? Da. 18 Meter renovieren. Tu es. Boom. So. Okay. Das läuft. Und jetzt können wir hier wieder ein bisschen beschleunigen. Jetzt habt ihr aber alles, ne? Jetzt habt ihr alles. Und ich habe gerade da unten gesehen, hier können wir tatsächlich noch ein Büro raushauen, ne? Obwohl wir es nicht mehr brauchen, theoretisch. Aber eine Wohnung geht nicht, weil eine Wohnung ist größer, wenn ich mich nicht täusche, jo. Jo. Ah, dann lassen wir es erstmal frei. So, ich hoffe, dass es jetzt zufriedenstellend für euch ist. Wir gewinnen neue Stammkunden, gut. 120 Stockwerke geht hier auf der Map zumindest und ich bin im 73. Noch nicht 72. Wir haben einen Stammkunden, der uns mag. Wow. Oder die uns mögen, aber wow. Die Hongkong-Küche, Alter. Okay. Jetzt ist es natürlich fraglich. Firmensitze. Ich denke, ich werde hier mal so ein HQ-Thingy einfach hier hinsetzen und zu gucken, wann wir die Anforderungen erfüllen. Club der Führungskräfte, Gourmet, mehr Gourmets, größere Auswahl an luxuriösen Geschäften. Okay. Luxusgeschäfte. Aber wir machen natürlich erstmal die Restaurants. Fertig. Alter, das ist alles so abgeranzt. Könnt ihr hier mal ein bisschen renovieren? Das sieht ja fürchterlich aus. Kein Wunder, dass alle ausziehen. Ernsthaft. Voll eklig. Ja, hier sieht es jetzt ein bisschen besser aus, aber so richtig renoviert habt ihr trotz alledem nicht. Weiß auch nicht, es sieht alles so runtergekommen aus. Guckt dir die Bude an. Die Bewohner wirken glücklich da. Davon gehe ich mal stark aus. Ich habe einfach ein Standardspiel gestartet. Also ich glaube, man kann auch noch breiter bauen. Aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Also ich kann dir die Frage so nicht beantworten. Sorry. Komm. Alles... renovieren. Wir haben's. Wir haben es. Alter, Alter, diese ranzigen Buben. Was ist das? Grünlöffel-Diner. Diner Mom, ohne Scheiß. Fülle an Gastronomie. Jetzt ist natürlich die Sache. Wenn ich jetzt hier ein anderes Restaurant in die Nähe setze, dann machen sie wieder Mie, Mie, Mie. Da hab ich irgendwie keinen Bock drauf. Ne? Also wenn, muss ich es hier ganz außen hinsetzen und in eine andere Etage. Schauen wir mal.
was wir denn da theoretisch noch machen können. Gucken wir mal. Hm? Indisch, Fisch, Japanisch. Jetzt geht auch Japanisch. That is great. Französisch Cocktail Lounge. Cocktail Lounge serviert bis spät in die Nacht Drinks. Okay. Strom, Wasser und Gas. Strom, Wasser und Gas. Okay. I'll do. Erstmal Strom, Wasser und Gas ziehen. Strom ist schon da. Wasser nicht. Wasser nicht. Das zählt jetzt aber nicht als Gourmet-Restaurant, oder? Bin mir nicht sicher. Gas. Okay. Zack, bam. Werden wir sehen. Ich glaube nicht, dass das als Gourmet-Restaurant zählt. Hier verranzt alles. Was macht ihr denn? Oh Mann. Die armen Säcke. Ohne Mist. Ne, zählt nämlich nicht. Das zählt nämlich nicht. Nelge. Keine Sau kommt, ne? Schade. Die armen Säcke. Keiner kommt. Niederziehen aus. Legen sie auf den Schutt, um zu erfahren, warum. Will ich das? Ja, ich kann nicht auf den Schutt klicken, weil irgendwelche Vollhongs davor sind. Catherine, geh mal aus dem Weg, du blöde Schlampe. Ey, Theresa. Ihr blöden fucking... Unsere Mitarbeiter, ja super. Unsere Mitarbeiter wiegen unglücklich hier. Das freut mich, nicht wirklich. Es geht mit der Zufriedenheit. Ja gut, bauen wir halt einfach was Neues rein. Ist ja in Ordnung. Aus und next. Und neues Büro. Zack, bam. Komm her. 165. Telefon und Strom. Sollte gegeben sein. Ist gegeben. Jo. Alles Noobs. I can tell you, alles Noobs. Was? Ja, dann zieht aus. Dann muss ich wenigstens den Mietvertrag nicht kündigen. Komm, verpisst euch. Verpisst euch! Ich brauche Restaurants und nicht so ein Scheiß. Wart nur drauf, bis sie ausziehen. Ach, weißt du was? Ich mach's einfach platt. Ich mach sie einfach platt. Jo, okay. Wir haben's ja. What is happening? Yeah, die nehmen ganz schön Geld ein. Baustelle weiter die Straße runter hat. Alle Teile ihres Klempnereizubers doppelt erhalten. Der Lieferant will seinen Fehler nicht zugeben, nimmt es nicht zurück. Insofern haben sie Glück gehabt, denn der Bauherr ist gewillt, die doppelten Teile zu großem Rabatt zu verkaufen. Alle Gas-HKL-Materialien kosten die nächsten 48 Stunden 75% weniger. Das ist nice. Dann hauen wir jetzt aber nochmal so ein Restaurant raus. Und zwar ein sinnvolles, nicht den Cockbar, was wir da eben gemacht haben. So, Indisch. Thai. Onigiri. Onigiri. Ja. Wer ist da jetzt gerade ausgezogen? Der da. Ja, es sind die Büros. Die sind irgendwie nicht zufrieden da. Aber warum? Warum? Ja. Warum? Gut, macht was ihr wollt. Kommt drauf zurück. Irgendwie klappt das mit denen nicht so richtig. Abfall. There you go. Und there you go. Joink. Sitzt das? Ne, jetzt aber. So, japanisches Restaurant mit Starkoch. Yeah. Sehr geil. Das mit dem Ausziehen war jetzt nicht so geil. Dann aber die Zufriedenheit mit uns reinziehen. Langsam wird es schwierig. Die Einheit wirkt heruntergekommen. Einheit entfernen, ja, ja. Kann man die nicht? Ist das schmutzig hier? Du bist schmutzig, Sharon. Kann man nicht renovieren? Ihr kommt echt mit dem Renovieren nicht hinterher. Kann das sein?